Jeden Tag fahren Dutzende Busse quer durch Deutschland, um Geflüchtete aus Städten wie Berlin, Cottbus oder Hannover wegzubringen. Denn in diesen Zufluchtsorten mangelt es mittlerweile an Schlafplätzen. Auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Flughafen Tegels wurden vom Deutschen Roten Kreuz Notunterkünfte für rund 1000 Personen bereitgestellt. Bundesinnenministerin Faeser machte sich vor Ort einen Eindruck. Die Bundesregierung ist seit jetzt 4 Wochen dabei, in der Verteilung auch auf die Bundesländer zu helfen, damit eine Solidarität innerhalb Deutschlands besser dargestellt werden kann. Die Menschen gehen vor allen Dingen deshalb in die Großstädte, weil sie glauben, dass sie von da aus schneller wieder zurück in die Ukraine kommen. Von Erstaufnahmeeinrichtungen sollen die Menschen dann weiter verteilt werden. Doch das gestaltet sich schwierig, denn die meisten Kriegsflüchtlinge haben offiziell den Status von Touristen, werden nicht durchgängig registriert, heißt, sie dürfen sich ihren Wohnort selbst aussuchen. Das Problem, viele drängen insbesondere in die Großstädte. Saarlands Innenminister schlägt deshalb Alarm, während die Ballungsräume den Zustrom kaum noch meistern können, gäbe es gerade in ländlichen Regionen Leerstand. Er findet, die Länder werden von der Bundesregierung im Stich gelassen. Der Bund macht sich einen schlanken Fuß. Alle Probleme werden auf den Kommunen und den Landrat und den Ländern abgeladen. Ich bin der Auffassung, wir brauchen eine Residenzpflicht, um auf die Zuströme geordnet reagieren zu können und die Menschen dorthin zu verteilen, wo es Platz gibt. Doch nicht nur der Ruf nach nationalen Lösungen wird lauter. Bei einem Sondertreffen der EU-Innenminister in Brüssel will Deutschland zusammen mit Polen und Frankreich eine EU-weite Verteilung durchsetzen. Zwar sind sich die meisten EU-Staaten grundsätzlich einig, dass ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden sollten. Von wem? Darüber wird aber noch gestritten.